des heutigen Tages. Zunächst mal ein paar Dinge aus Sicht vom Liverpool FC. Zunächst haben wir hier den Trainer Jürgen Klopp. Danach kommt der Spieler Jordan Henderson, der auch Kapitän von Liverpool ist. Bitte zum Ablauf der Pressekonferenz geben Sie ein Handzeichen, warten Sie aufs Mikrofon und es wird immer Antwort und Frage gemacht. Herr Klopp war freundlich genug zu sagen, dass er sowohl deutsche als auch englische Sprachen übersetzen kann und im Anschluss warten Sie bitte auf die Verdolmetschung. Okay, Vinny, I think you're going to kick us off in Angleterre. Jürgen, how do you view the opportunity that you have to take Liverpool now back into the Champions League group stage for the first time since 2014? I'm not sure if I see it exactly like this, the opportunity to do this or that. I think, I'm not sure exactly, when was the last match day of the last season against Middlesbrough? It was end of May, huh? So we fought really hard for this opportunity. After the game, we knew we were fourth. We had no idea if we are seeded or not. Then at night time, when we celebrated the fourth place, somebody came in and said, "You are seeded." Then we were really happy about this. And then we saw who we still can get. I think, so that's actually a job to do. Huh? So since pretty much 3 months, we are really looking forward to this game. Now we are here in a good mood, looking forward to the game, knowing about the qualities of the opponent, the difficulty of the game, of the challenge. That's all clear, but it's just good. It's just good to be here after a long time. It's just good to have the chance to do it, even when we know that it's really hard. And of course, we know much more about Hoffenheim than you can know. So, but we know everything, and that's what we will said already, and will say the team, but not about to make them too strong. No, just to tell them who we will face and which quality we will face. And so we still, but they of course are always in football. There are also weaknesses, and that's all about football. They are strong, we are strong. That's how it should be. And both have the big aim to go in the group stage, and yeah, that makes it really exciting. Hold on for translation. Also, ja, wir. Die Frage war, wie fühlen Sie sich, dass Sie jetzt wieder die Gelegenheit haben, zum ersten Mal seit 2014 in der Champions League zu spielen? Und die Antwort, ja, wann, ich weiß nicht mehr genau, wann das Spiel war, gegen Middlesbrough, Ende Mai irgendwann. Also auf jeden Fall haben wir sehr hart gekämpft, um diesen vierten Platz zu erringen. Und dann waren wir nicht ganz sicher, ob wir wirklich einen Platz in der Champions League bekommen würden. Und als es dann klar war, dass wir die Quali spielen würden, haben wir gesehen, gegen wen wir da alles spielen könnten. Und das ist natürlich ein hartes Los. Seit drei Monaten freuen wir uns auf diesen Tag, dass er jetzt endlich hier ist. Und wir wissen natürlich alles über den Gegner. Wir kennen die Mannschaft gut, wir wissen ihre Stärken, wir wissen, was für eine große Herausforderung vor uns steht. Aber natürlich, es fühlt sich toll an, hier zu sein, und es fühlt sich toll an, die Chance zu haben, hier zu sein. Wir wissen alles über Hoffenheim, wie ich schon sagte. Wir erzählen auch alles unseren Spielern, aber nicht, um sie dann übermütig zu machen oder zu groß zu machen, sondern einfach, damit sie wissen, auf wen sie da treffen. Und ja, insgesamt kann ich sagen, es ist natürlich sehr aufregend, hier zu sein. Vinny, just wait for the microphone, Vinny. There we are. Next one. Obviously, we know that Coutinho hasn't travelled. Is that purely down to injury, or is it also a decision taken with regard to his transfer request? No, actually, nothing has changed the last few days. Not on the one side, not on the other side. So I'm not sure exactly what you are asking about. He's not available for us in the moment, so that's the main issue, if you want. So he cannot play for Liverpool in this moment, and that's how everybody can imagine. That's quite a blow for us, but we know a few days about it, so we can prepare this game without him, like we have to prepare the game without Adam Lallana, without Daniel Sturridge, who is on a good way, by the way. I had a talk this morning, it's really close, looked good yesterday, but now two more sessions and then he will be available for the weekend. Yeah, that's all. Okay, die Frage war, Coutinho ist nicht mit dabei, das wissen wir, haben wir ja alle mitbekommen. Liegt es an seiner Verletzung oder liegt es jetzt auch an den ganzen Transfer
Dingen, die da gerade durch die Presse gehen? Die Antwort, ja, nichts hat sich verändert in den letzten Tagen. Deshalb verstehe ich auch nicht ganz, was die Frage jetzt soll. Was wir sicher sagen können, ist, dass er momentan nicht verfügbar ist. Er kann nicht spielen und das ist natürlich eine Riesenenttäuschung für uns. So ist es auch mit anderen Spielern. Lallana kann nicht, Sturridge war ganz knapp die Entscheidung. Wir haben heute Morgen noch mal kurz darüber gesprochen, aber er braucht wohl noch 2-3 Einheiten, bis er wieder zurück ist. Und mehr sage ich dazu nicht. Lady da. Herr Klopp, Julia Metzner, ARD Hörfunk. Hier steht alles unter dem Motto, das erste Mal. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mal? Klar. Ich war, wann haben Sie das letzte Mal über Ihr erstes Mal gesprochen und in der Öffentlichkeit? Ich hoffe, dass wir morgen besser spielen, als ich drauf war damals. Sorry, Daniel, we have translation. Chance for Dan. Also Sie wissen ja, worauf ich hinaus will. Haben Sie irgendeine Erinnerung an das Spiel vor 35 Spielen? Sagen wir es doch so. Ich habe es so verstanden, wie ich es beantwortet habe. So. Und das andere kann ich nicht erinnern. Was war denn mein erstes Champions-League-Spiel? Sie wissen sich sehr gut vorbereitet. Warum soll ich das denn wissen? Weil Sie dabei waren. Ja, das möglicherweise. Sorry, nee, weiß ich nicht mehr. Good luck, Daniel. Good luck. Also die Frage war, Mr. Klopp, you still remember your first time? And the answer was, yeah, of course, I remember it. When did you have your first time? Yeah, of course, I remember it, and I hope that tomorrow we'll play better than I was in my first time. And then she asked again, well, I rephrase my question, how was your first time 35 matches ago? And Mr. Klopp's answer was, well, I answered your question as I understood it, as I got it, and that's all. Gentlemen, there, I think it's Michael, is it? There we go, just wait for the microphone to come. Herr Klopp, ein bisschen daran anschließen an die Frage der Kollegin. Yippie. Ja, Freude. Nee, macht es das einfacher oder schwieriger, gegen so ein Team die Mannschaft vorzubereiten, die wenig Erfahrung in der Champions League hat, die ganz, ganz jung ist, aber auch darauf brennt? Oder Hoffenheim ohne Erfahrung, ist es dann schwieriger, einen vorzubereiten? Ich habe noch nie, der Wert Erfahrung hat mich noch nie interessiert. Also nicht bei der eigenen Mannschaft, nicht beim Gegner, so, das ist Quatsch. Ja, es gibt Dinge, die dir da weiterhelfen, wenn du es nicht hast, nicht drüber sprechen, nicht drüber nachdenken, einfach selber welche machen. Also Erfahrung. So, deshalb ist es weder bei meiner eigenen Mannschaft wichtig, noch beim Gegner fließt das irgendwie in die Betrachtung mit ein. So, was wir, glaube ich, hinbekommen haben, mittlerweile sind wir 20 Monate zusammen, dass die Mannschaft das, was wir ihnen mitgeben in einer Analyse, dass sie das als die Wahrheit hinnehmen und nicht irgendwie denken, ja, was erzähle, ist ja nur keine Ahnung wer. Die Bilder, die wir gezeigt haben und zeigen werden, die sprechen auch für sich. Das ist einfach Qualität, das ist guter Fußball, das ist nichts anderes. Manchmal ein bisschen wild, manchmal super selbstbewusst, aggressiv, ja? Kleine Spielunterbrechungen drin, kleine taktische Fouls, solche Dinge, ist alles mit dabei. Das ist auch in gewisser Weise, gehört auch zum Spielstil dazu, da muss man sich darauf einstellen. So, das meinte ich, wir wissen alles darüber. Und es geht nicht darum, wie der Gegner heißt, sondern gegen wen man spielt. Also ich habe natürlich damit überhaupt keinen, also was sie für eine Qualität haben, was sie auf den Platz bringen, was sie tun in verschiedenen Momenten, das ist das, was mich interessiert. Und dann können Sie sich vorstellen, in der Analyse, der Name des Gegners, der fällt da gar nicht. Da hat nichts mit zu tun. Und der Verein heißt, sondern man bereitet auf die Spielweise vor, auf die man da trifft und auf nichts anderes deshalb. Nein, ist nicht schwerer, ist genauso schwer, wie es in der Champions League immer ist. The question was once again in accordance to the question of the colleague before about the first time, and the question was, is it easier or is it more difficult to prepare your team against an opponent who never played internationally, who has maybe less experience? And Mr. Klopp's answer was, well, I'm not really interested in the experience some opponent has. You have to learn those things, you have to do things and get your own experience. So in general, I'm not really interested in that. We are together now since 20 months, I think. And we always try to give a good analysis to our players and that they take this analysis that we provide for them, that they take it for the truth and that they know
what is happening with the opponent. We showed them images of the opponent, and those images are quite clear. They speak for themselves. We have an opponent who is very self-confident, who is aggressive, who's doing tactical fouls and so on. That's part of the game. So we know, as I mentioned before, we know everything, and we know about their quality. We know about what they do on the pitch. So once again, a name or experience is really not my interest, but we know that it will be difficult, like it always is in Champions League. Okay. John Murray from the BBC. Wait for the microphone. Jürgen, how are you viewing the rise and rise of Julian Nagelsmann as, well, he's becoming a star of coaching, isn't he, at such a young age? I'm really happy for my friend and agent, Marc Hosicke, because I'm getting older and older. And so I'm the old horse in the stable, if you want, and there's a young horse already for a long term. Very good. Big coaching talent. We don't know each other pretty well because we never had really the time. When I left Germany, I'm not sure if he was maybe still U19 coach or something like this. But since he's in Bundesliga, we write messages and things like this. I really follow his way since then, and because I like good football, and obviously his team is playing interesting and good football, and so I follow his way, and he's not the only one, but he's a good example for a lot of really good young managers in Germany. So. It's an interesting time on the manager market in Germany in this moment. Die Frage war, Herr Klopp, was denken Sie über den stetigen Aufstieg Ihres Kollegen Julian Nagelsmann? Ich habe den Namen nicht verstanden. Marc Hosicke? Ja, alles gut. Okay. Und die Antwort war, ja, also ich freue mich sehr. Ich habe auch meinen Freund Marc Hosicke, der auch ein riesen Coach-Talent ist. Und nein, das ist unser beider Agent. Das ist okay. So einfach ist das. Ich bin das alte Pferd im Stall, er das junge. Okay. Also ich habe auch mit dem Freund Marc Hosicke gesprochen. Ich bin eben der Alte, er ist der Junge. Wir haben uns beide darüber unterhalten. Und Julian Nagelsmann ist auf jeden Fall ein Riesentrainertalent. Wir kennen uns jetzt nicht wirklich so sehr gut, denn als ich Deutschland verlassen habe, hat Julian Nagelsmann, glaube ich, noch die U19 trainiert. Natürlich verfolge ich ein wenig seinen Werdegang, so wie er wahrscheinlich auch meinen. Was ich sagen kann, ist, er lässt sehr guten Fußball spielen. Es ist sehr interessant, was er macht. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass er in Deutschland nicht der einzige ist von jungen Trainern, die sehr interessant Fußball spielen lassen. Und er ist ein sehr gutes Beispiel für den Trainermarkt, für die aufstrebende Trainergarde, die da in Deutschland heranwächst. Okay, then we'll take the last couple and then Jordan Henderson, our captain, will come in. Firstly, gentleman there with the microphone. Herr Klopp, Hoffenheim, die kleine Stadt in der Champions League, wie haben Sie es in Liverpool wahrgenommen, beziehungsweise nehmen Sie es wahr? Was? Ja, den Aufstieg von Hoffenheim jetzt, also in die Champions League. Also ich kenne Hoffenheim schon relativ lang, wie Sie vielleicht wissen. Im Jahr 2007 oder 2008, als Hoffenheim aufgestiegen ist und Mainz 05 nicht aufgestiegen ist, hat Hoffenheim Ähnliches gemacht, was PSG gemacht hat jetzt gerade. Haben in der Winterpause ein bisschen eingekauft, sind aufgestiegen am dritten Platz und wir sind Vierter geworden. Das heißt, ich habe einen kleinen Anteil daran, dass Hoffenheim heute hier ist. So lange kenne ich sie schon und davor kann ich sie auch schon. Wie man sie in Liverpool sieht, weiß ich nicht ganz genau, weil ich die Leute nicht alle gefragt habe, aber mein Blick hat sich nie verändert. Und ich habe mit allerhöchstem Respekt verfolgt, das ist auch klar. Aber diese Karte mit kleinem Hoffenheim, die Leute in England wissen nicht mal, dass Hoffenheim klein ist. Vielleicht so viel dazu. Also interessiert das nicht. Es ist ein Fußballverein, ein Bundesligaverein, Vierter geworden. Über Größe und Einwohnerzahl hat keiner mich gefragt. Entschuldigung, dass ich die alten Zeiten nochmal rausgekramt habe, ja, aber. Wait until you hear. Yeah. The question was, Mr. Klopp, Hoffenheim is a rather small town, small city. How was it perceived in Liverpool that this small town is playing Champions League now? And the answer was, well, I don't know how it's perceived in Liverpool. Me personally, I know Hoffenheim since at least 2007, 2008.
when they got promoted instead of us at Mainz, they got third and we got fourth, and they did it a little bit like Paris Saint-Germain back in the days. When they bought in the break, they bought many new players, and they got promoted and we didn't. So I could say I have a little part in their promotion, that they are here today. And I can also say I already knew the team. So for me, it's nothing new. I didn't speak to anybody at Liverpool, so I can't really tell you how people from Liverpool perceive Hoffenheim. But in general, I would say the little Hoffenheim speak like that. It's a little bit stupid, because no one knows in Liverpool that Hoffenheim is a small city, how many citizens live here, and so on. And well, and at the end, I just want to apologize that I speak again about old times. Okay. Yes, last couple of gentlemen there. The black T-shirt, and then Vinny to finish with. Okay, guys, and then we'll bring in Jordan Henderson in. Now, sorry, gentlemen to the left there. Micha Pfeiffer, Kicker. Da Sie aktuell auch betroffen sind, Julian Nagelsmann hat mehrfach schon dafür plädiert, die Transferperiode so abzukürzen, dass es mit Beginn der Saison beendet ist. Können Sie dem auch was abgewinnen? Halten Sie das für realistisch? Hätte uns dies ja total geholfen. ja. Mache ich das? Ich finde, es ist immer, wenn man das ist, immer, es tritt irgendein Phänomen auf und dann sucht man nach der Lösung und die klingt dann einigermaßen rein. Wir machen das jetzt früher, man hätte schon drüber nachdenken können. Ich finde, es macht total Sinn, dass wenn die Saison losgeht, dass man dann seine Planung abgeschlossen hat. Das wäre mir persönlich ganz recht, dann würde das Ganze auch früher losgehen. Ich plane sehr früh, nur meist es nicht, dass du dann auch früh zum Abschluss kommst. So einfach ist das, sondern Dinge ziehen sich in die Länge. Ich möchte gar nicht sagen, der Markt ist schwieriger geworden, hat sich einfach verändert. Macht das jetzt auch schon eine ganze Weile und finde, dass im Fußball zuallererst Entwicklung darüber stattfindet, dass man es gemeinsam auf dem Trainingsplatz versucht hinzukriegen, sich gemeinsam zu entwickeln, fußballerisch. Und dann gibt es noch externe Einflüsse und immer neue Spieler dazu holt. Ganz cool fände ich eigentlich so einen ganz romantischen Ansatz, wenn man einfach mal über 4-5 Jahre zusammenbleibt, wenn man glaubt, man hat die richtigen und probiert das mal, ohne dass einer weggeholt wird irgendwann, dass man dazu nimmt, einfach nur mal abwartet, wie sich die Jungs entwickeln. Das ist natürlich ein bisschen naiv, ich weiß schon. So, aber ja, der Markt ist einfach, es hat sich verändert offensichtlich und dieses Jahr ist jetzt sicher nicht der einfachste in den letzten 20 Jahren. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ist noch relativ hektisch das Ganze und deshalb nicht wahnsinnig cool, aber trotzdem sind wir heute hier, haben eine richtig gute Fußballmannschaft dabei und wollen morgen und können uns komplett auf das Spiel morgen konzentrieren, ohne an irgendwas anderes denken zu müssen. Also als Ausrede soll man es dann nicht gelten lassen. Mr. Klopp, Julian Nagelsmann, your colleague, criticized the end of the transfer period and he said it would be better if the transfer period ended with the beginning of the season. What do you think about it? And Mr. Klopp said, well, it helped us this year. And in general, I can say this would have helped us this year. If would have it helped would. Us, sorry. No, sorry. Kein Problem. Yeah. Ich rede so viel. Ich kann mir auch vergessen aufstellen, was ich sage. Well, in general, it's always like that. There's a phenomenon, and then people start looking for answers, looking for solutions. And in general, I think it makes sense that when the season is starting, that the planification, the scheduling for the team and so on is over. But I also understand that some things take a little bit more time, and I wouldn't say that it became more difficult, but it just changed. The whole market changed, the behavior of people and everything changed. In general, I would say that it's good to be with your whole team on the training pitch, and that everybody finds each other, and that you get a whole team, that you got a homogene team, that everybody plays well with each other, and then eventually you get some new players to complete the team. And the best thing would be that this whole team stays together for 4 or 5 years, although I know that it's quite naive to say something today like that. I know that the market has changed, I know that it became very hectic, but nonetheless, we are here today. We wouldn't take that as an excuse. We have a good team, and we're happy to be here. Okay, final question, Vinny, and then Jordan Henderson's coming in, if people can remain where they are for that. Given what you've just said, personally then, how do you feel about the course of action that Philippe has taken, and are you having effectively... No, that's nothing to say about it. I really understand that everybody's interested in this, but I can't say that I'm in this moment really thinking about it. It's just I'm here and I answer questions, but I'm not in the car
on the way to this press conference, I didn't think, what can I say if they ask or whatever, because really I have to think about a team. We have a session in a few minutes, and I always was like this. I work with the players I have and don't think about the players I don't have in the moment. So if they're injured or whatever, you cannot change. It's the same situation for me. I think I said everything about it, what you can say about it. So if you want to ask still, I have no other answers, sorry. Okay, und um nochmal auf die ewige Frage zurückzukommen, wie fühlen Sie sich dann, was Coutinho angeht? Dann kam direkt die Antwort, da will ich überhaupt nicht drauf antworten, da denke ich jetzt auch überhaupt nicht drüber nach. Ich weiß nicht, was ich auf diese Fragen antworten soll. Was gibt es da auch groß zu sagen? Ich muss mich jetzt auf eine Trainingseinheit vorbereiten, in ein paar Minuten geht die los. Und ich war schon immer so, dass ich mit den Trainern, mit den Spielern arbeite, die ich zur Verfügung habe. Und ob da jetzt einer nicht dabei ist wegen einer Verletzung oder wegen sonst was, da ist nichts, das ich tun kann. Und ja. Okay, guys, we're going to immediately bring our captain in, Jordan Henderson, if people can stay where they are. But that concludes Mr. Klopp's section of the press conference. So thank you very much. Jetzt kommt Julian Henderson. Jordan Henderson. Sorry für die lange Antwort. Benny, do you want to kick things off? Jordan, first of all, as Liverpool captain, how do you feel about this opportunity to take Liverpool back into the Champions League group stage for the first time since then? Yeah, it's a great opportunity for us as a team. One that we want is obviously last year was one of the aims was to qualify for the Champions League, and these next two games give us that opportunity. So we're looking forward to it. We're excited. So hopefully we can put on a good performance, get a good result to take back Anfield. Okay. Ja, die Frage war, Jordan, als Kapitän von Liverpool, wie fühlst du dich oder wie denkst du darüber, dass ihr jetzt die Chance habt, Liverpool zum ersten Mal seit 2014 wieder in die Champions League zu führen? Die Antwort war, ja, ist natürlich eine großartige Möglichkeit, jetzt in diesen beiden Qualifikationsspielen die Champions League klar zu machen. Wir freuen uns sehr, wir sind sehr aufgeregt und ja, wir freuen uns. So, how pressurized the situation is it then when effectively last season's success is dependent on the two games that you play against Hoffenheim? Yeah, it's a big test. It's a big opportunity as well, and I think that's how we've got to look at it. Like I say, over the two games, if we can win and we've qualified for the Champions League, and that was the aim last season. So we need to finish it off with these next two games. Obviously, it'd be a tough game because Hoffenheim are a very good side. They make it difficult for us. But I feel as though with the quality we've got, if we perform to the level we know we can, then I'm very confident we can get through to the group stage. Die Frage war, wie viel Druck lastet denn dann auf ihn, wenn eigentlich sich das Ende der letzten Saison alles darum gedreht hat oder weil die letzte Saison, der Erfolg der letzten Saison darauf basiert und darüber bewertet wird, wie jetzt diese zwei Spiele gegen Hoffenheim ausgehen, ob man in die Champions League kommt oder nicht. Die Antwort war ja, ist natürlich ein riesiger Test, ist eine riesige Herausforderung für uns und letzte Saison war das in der Tat auch das Ziel. Und jetzt haben wir zwei sehr schwierige Spiele vor uns, das wissen wir. Wir wissen aber auch, was wir selbst für eine Qualität haben und dass wir diese Herausforderungen auch annehmen und überkommen können. And given your role as captain, I just wonder, Jordan, what are your thoughts on Philippe Coutinho's situation at the minute and how does it affect the dressing room when it appears that a player wants to move on?